Herzlich willkommen zu Canisius TV. Heute ist der 6.1. Heute ist in vielen Regionen Deutschlands ein Feiertag, Epiphanie oder Dreikönig. In manchen Regionen der Welt bekommen heute die Kinder erst die Geschenke. Und in manchen Regionen ist es so, dass die Kinder heute noch mal was bekommen, meistens was Kleineres, wie an Weihnachten in meiner Heimat. Da war das zum Beispiel so. Und während in unseren Regionen die Menschwerdung Jesu Christi am 24. oder 25. Dezember gefeiert wird, gibt es in vielen Regionen, vor allem des Ostens in Russland, da wird heute erst richtig Weihnachten gefeiert. Das heißt, die Akzentuierung groß und klein ist dort genau andersrum wie bei uns. Lesen wir zunächst das Evangelium des heutigen Tages. Matthäus 2. Kapitel. Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem in Judäa geboren worden war, kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er ließ alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden solle. Sie antworteten ihm, in Bethlehem in Judäa, denn so steht es bei den Propheten, du Bethlehem im Gebiet von Juda, bist keineswegs die unbedeutendste unter den führenden Städten von Juda, denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der Hirte meines Volkes Israel. Danach rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen genau sagen, wann der Stern erschienen war. Dann schickte er sie nach Bethlehem und sagte, geht und forscht sorgfältig nach, wo das Kind ist, und wenn ihr es gefunden habt, dann berichtet mir, damit auch ich hingehe, um ihm zu huldigen. Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her bis zu dem Ort, wo das Kind war. Dort blieb er stehen. Als sie den Stern sahen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter. Da fielen sie nieder und huldigten ihm. Dann holten sie ihre Schätze hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar. Weil ihnen aber im Traum geboten worden war, nicht zu Herodes zurückzugehen, zogen sie auf einem anderen Weg heim in ihr Land. Drei Stationen möchte ich mit Ihnen zu diesem Evangelium abgehen. Erstens, on the road again. Dieses Evangelium ist eines der Wegtexte, die es viele in der Heiligen Schrift gibt. Während Menschen unterwegs sind, passiert etwas mit ihnen. Ja, zum Beispiel der Elia, der ist unterwegs zum Gottesberg Horeb. Dort erfährt er dann, dass Gott nicht im knalligen Erdbeben und Vulkanausbrüchen und so weiter drin ist, sondern im leisen Säuseln. Oder denken Sie an die Emmaus-Jünger, die mit dem ihnen allerdings unbekannt wirkenden Jesus unterwegs sind und wie sie ihn dann am Ende ihres Weges erkennen. Oder eben heute mit den Magiern, die sich auf den Weg machen zum Kind in der Krippe. Die Wegtexte der Bibel beschreiben meist einen äußeren Weg, der aber einhergeht mit einem parallel von sich laufenden inneren Weg, den die Menschen, die unterwegs sind, durchmachen. Und wie bei einem äußeren Weg kommt man auch da an Kreuzungen oder man gerät in Sackgassen, man muss Hindernisse überwinden und so weiter. Und so
können sich Gläubige oder Ungläubige in den Magiern gut wiederfinden. Zweitens, Miraculix, Gandalf und David Copperfield auf Tournee? Fragezeichen. Da ist schon das zweite Stichwort gefallen, Magier. So die wörtliche Übersetzung des griechischen Wortes Magioi. Damit sind aber weder Druiden wie Miraculix oder Gandalf gemeint und schon gar nicht Täuschungskünstler und Löffelverbieger wie David Copperfield oder Uri Geller. Die Übersetzung Sterndeuter, wie wir sie in der Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift haben, ist ebenfalls nicht so optimal, denn bei Sterndeuter, da denkt man doch zu sehr an Astrologen, ja, so Kaffeesatzleser. Ja. Wir müssten da mehr an Astronomen denken, ja, also Wissenschaftler, Physiker. Ja. Stellen wir uns also vor, das Institut der Technischen Universität Berlin, das schickt eine Delegation, eine hochkarätige Delegation mit Professoren da und Herr Drosten und was weiß ich, wer das sich da jetzt auf den Weg machen würde. Ja. Oder Wilhelm von Humboldt, ja, sticht einmal mehr in See nach Übersee, um eine Forschungsreise zu tätigen. So müssen wir uns das vorstellen. Und jetzt noch drittens, welcher Stern uns nicht Schnuppe sein sollte. Da ist eben noch der Stern. Der Stern von Bethlehem könnte die im Jahre 7 vor Christus dreimal auftretende Doppelstellung von Jupiter und Saturn oder auch der Hallische Komet gewesen sein, so habe ich in Wikipedia gegoogelt. Aber das ist jetzt für uns eigentlich gar nicht entscheidend. Wichtig ist der in Jesus Christus Mensch gewordene Gott, ist der einzig verlässliche Anhaltspunkt in all den orientierungslosen Nächten unseres Lebens. Er ist der richtungsweisende und maßgebliche Stern am nächtlichen Firmament unseres Lebens. Ja, kein Stern oder Sternchen, Starlet am Broadway, sondern ein Fixstern, der mir den Weg durch dieses Leben und auch durch die enge Tür des Todes in die Weite weisen wird. Und dieser Leitstern und nicht irgendein anderes Sternzeichen ist unser Glücksstern. Und dieser Stern, der sollte uns nicht Schnuppe sein. Ich bete. Herr Jesus Christus, die Sterndeuter aus dem Morgenland haben den langen Weg auf sich genommen, um dir zu huldigen. Wir bitten dich für die Wissenschaftler und Forscher, dass es gelingt, Glaube und Vernunft auf der Höhe unserer Zeit zu verbinden. Für alle Suchenden, dass ihnen am nächtlichen Firmament ein Stern den Weg zu dir weist. Für alle, die an einem Scheideweg stehen, lass sie die richtige Abzweigung zu erfülltem Leben nehmen. Für die Verstorbenen, deren Lebensreise zu Ende ist, lass sie dich in deiner Herrlichkeit schauen. Allmächtiger Gott, du hast die Weisen zur Krippe deines Sohnes geführt. Führe auch uns durch die Straßen dieses Lebens und einst zur himmlischen Huldigung deines Sohnes, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Ich möchte Ihnen an dieser Etappe Ihres Weges den Segen Gottes mitgeben für die nächste Etappe. Der Herr segne Sie und behüte Sie.
Der Herr lasse sein Angesicht über ihnen leuchten und sei ihnen gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über ihnen und schenke ihnen Frieden. Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Munter voran, vielleicht sind Sie motiviert und können es gar nicht erwarten, wann die nächste Etappe dran ist. Vielleicht haben Sie einen Durchhänger und Wolken sind am nächtlichen Himmel Ihres Firmaments. Ja. Vertrauen Sie auf Jesus Christus und er ist gleichzeitig der Stern, der Sie zum Ziel hinführt. Alles Gute, bis morgen. Tschüss.